Mit Future Leaders in Research and Education haben wir ein Stipendienprogramm entwickelt, das es internationalen Nachwuchsforschenden ermöglicht, einen finanziell geförderten und inhaltlich betreuten Aufenthalt am DIPF zu absolvieren. Für die Ausschreibung setzen wir auf bestehende internationale Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen des DIPF, die auch im Vorfeld bereits in das Projekt eingeweiht wurden, um somit gezielt passende Bewerber und Bewerberinnen anzusprechen. Mit Connect möchten wir die internationale Sichtbarkeit des DIPF erhöhen und gleichzeitig den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern, was auch ein wichtiges Anliegen des DIPF ist. Bei einem solchen Projekt gibt es natürlich viele Herausforderungen. Die größte Herausforderung für uns war herauszufinden, welche internationalen Kontakte unsere Kolleginnen und Kollegen bereits haben. Um uns dazu auszutauschen, haben wir einen Arbeitskreis gegründet. Der nennt sich Internationales Forschungsmarketing und trifft sich regelmäßig. Stolz sind wir natürlich darauf, dass wir diesen Preis bekommen haben. Stolz sind wir auch über die vielen internationalen Kontakte, die wir bereits haben, sodass renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren wissenschaftlichen Nachwuchs zu uns ans DIPF schicken können. Insgesamt versprechen wir uns von dem Projekt die Zusammenarbeit zwischen den Gastwissenschaftlern, die hier zu Besuch sind, und den Wissenschaftlern hier am DIPF zu fördern und möchten dies auch durch eine enge inhaltliche Zusammenarbeit tun, die sich dann auch darin niederschlagen kann, dass eben durch gemeinsame Kooperationen zum Beispiel Konferenzbeiträge oder Publikationen erarbeitet werden können. Und des Weiteren versprechen wir uns natürlich auch durch dieses ganze Programm, dass wir die nationale und auch vor allen Dingen dann die internationale Sichtbarkeit des DIPF erhöhen können und freuen uns eben über diese Gelegenheit, das mit dem Programm zu tun. Als längerfristige Herausforderung sehen wir, dass wir diesen Austausch natürlich auch gerne nachhaltig fördern möchten, über die Zeitspanne hinaus, die Gäste hier an unserem Institut sein können. Glauben aber, dass wir durch die engmaschige inhaltliche Zusammenarbeit, die wir anstreben, das ganz gut weitertragen können, dass danach eben auch noch weitere Kooperationen erfolgen können. Zum Beispiel ist es ja auch denkbar, dass Mitarbeiter hier vom DIPF auch an die anderen Institute vielleicht einmal gehen können und sehen das deswegen jetzt als auch eine sehr gute Anfangsmöglichkeit, auf die wir dann noch mit weiteren Programmpunkten aufbauen können. Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte Connect nicht wie geplant starten. Aktuell planen wir die Ausschreibung im Januar 2021 bei unseren internationalen Kooperationspartnerinnen und Partnern zu platzieren, mit der Bitte, diese bei ihren Nachwuchsforschenden intensiv zu bewerben und mit Beginn der Aufenthalte im April 2021. Wir hoffen sehr, dass wir viele erfolgsversprechende Bewerbungen bekommen werden.